Gut, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem 3:1 der SV Elversberg gegen Röchling-Völklingen und begrüße auch nochmal insbesondere die beiden Trainer, Günther Ehrert aus Völklingen, danke, dass Sie hier sind, und unseren Cheftrainer Carsten Neitzel. Und wie immer gehen die ersten Worte an die Gäste. Herr Ehrert, Ihre Einschätzung zum Spiel heute. Ja, man hat, glaube ich, gesehen, dass wir uns hier so teuer wie möglich verkaufen wollten. Das haben wir auch, denke ich, ganz gut hinbekommen. Insbesondere die erste Halbzeit war, denke ich, von uns sehr gut geführt. Wir haben den Gegner weitestgehend von unserem Tor fernhalten können. Und ich denke, wir hatten auch zwei, drei sehr gute Möglichkeiten und im Ansatz auch gute Kontersituationen. Die klarste war, glaube ich, eine Situation, wo Milan Ivana dann im letzten Moment den Ball weggespitzelt bekommen hat. Da hätte er können links rausspielen und ich denke, da waren wir, wären wir durch gewesen. Ob es dann zum Tor geführt hat, weiß ich nicht. Allerdings, wie gesagt, die zweite Halbzeit war es dann so, dass der Druck von Elversberg zunahm und wir kurz nach der Halbzeit dann uns kaum noch befreien konnten. Und das war dann auch eine Frage der Zeit, wann das Tor fällt. Das ist dann durch eine Standard gefallen. Da hatten wir eigentlich eine klare Zuordnung, aber die haben das gut gemacht mit ihrer Freisperrerei. Und ja, da waren wir zu passiv, hatten uns zu weit hinten reindrücken lassen. Und ich denke, dann das zweite Tor war eigentlich Blödsinn von uns. Da hatten wir einen eigenen Offensiv-Eckball, war nicht gut gestapelt und verlieren den Ball. Dann sind wir nochmal rangekommen durch den Anschluss und hat aber dann hinten raus nicht mehr gereicht. Es war dann nach dem 2:1 keine zwingende Chance mehr da, obwohl wir es probiert haben. Ich denke, letztendlich geht der Sieg in Ordnung, obwohl ich sagen muss, wir haben uns über weite Strecken, lasse ich jetzt mal die Phase nach der Halbzeit raus, sehr gut präsentiert und damit kann man leben. Wir hätten gerne einen Punkt mitgeholt, aber haben immerhin beim amtierenden Meister verloren und wir müssen unsere Punkte irgendwo anders holen. Dankeschön. Vielen Dank. Kalle, deine Worte zum Spiel heute. Ja, ich finde eine schlechte Halbzeit, das war die erste. Da haben wir nicht gut Fußball gespielt. Und eine vernünftige Halbzeit, das war die zweite. Jetzt nicht nur aufgrund der Anzahl an Toren, die wir da gemacht haben, sondern weil wir da einfach mehr Druck gehabt haben auf den Gegner. Und Druck auf den Gegner macht man ja nicht immer nur bei eigenem Ballbesitz, sondern macht man auch, indem man oder indem das Anlaufen richtig gut klappt. Und das war in der ersten Halbzeit nicht der Fall, weil der Gegner etwas anders gespielt hat, als wir es erwartet haben und wir nicht in der Lage waren, relativ zügig auf dem Platz das zu erkennen und so umzustellen und so anzulaufen, dass man auch Druck auf den Gegner bekommt. Und so haben sich die Völklinger immer wieder gut rausspielen können. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Anlaufen etwas umgestellt, das ging dann besser und deswegen dann auch hatte man auch das Gefühl von draußen, dass wir mehr Druck entwickeln konnten, dann öfters in der Box und an der Box waren und dann Gott sei Dank nach dem Standard wieder das Tor von Marco Kofler und wie angesagt von Steffen Bohl war. Da haben sich die Jungs jetzt in den letzten Spielen dann doch belohnt für diese Dinge, die sie dann auch im Training manchmal in Eigenregie sich erarbeiten. Und ja, von daher muss man sagen, ein guter Gegner heute. Für uns ganz klar heißt das wieder, dass du jeden Gegner ernst nehmen musst. Irgendwann verlangt man auch wieder mal, dass man nach dem 2:0 so eine Führung so nach Hause spielt, dass es einfach souveräner ist. Wir haben es wieder nicht geschafft, zu Null zu spielen. Und so musste man dann nochmal 5 Minuten zittern. Und trotzdem nochmal was Positives, vielleicht wie so ein Spieler wie Leandro Grech mit seiner Rolle umgeht und dann nach der Einwechslung da hinten zumindest verbal dann so auf die Mannschaft eingewirkt hat und auch von seiner Körpersprache her, wie er das gemacht hat. Das ist dann schon so, dass das für uns noch richtig wichtig werden kann, dass Spieler, die sonst immer in der Anfangsformation standen und die dann aus der zweiten Reihe kommen und dann nur kurzfristig helfen müssen, dass sie mit ihrer Rolle so umgehen, wie das der Leo zurzeit tut. Und deswegen finde ich, kann man das auch mal erwähnen. Okay, vielen Dank. Danke. Wenn es euch noch Fragen gibt, bitte kurzes Handzeichen, damit wir das Mikrofon noch nach vorne geben. Einmal hinein. Hier auch keine? Gut, dann komme ich noch kurz zu den weiteren Ergebnissen vom Spieltag. Wir haben Hessen-Kassel gegen Freiburg 2:0, Hoffenheim 2 gegen Frankfurt 3:1, Offenbach gegen Astoria Waldorf 4:3,
Saarbrücken gegen Stadteilendorf 2:1, Steinbach gegen Mainz 05 5:0, VfB Stuttgart 2 gegen Koblenz 2:1 und Ulm gegen die Stuttgarter Kickers läuft es noch, da steht es momentan 1:2. Für uns geht es am Sonntag um 14 Uhr auswärts in Freiburg weiter und das nächste Heimspiel findet dann am Samstag, 14. Oktober statt, um 14 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Kommen. Auch wenn der Heimweg kurz ist, trotzdem eine gute Rückreise für Sie und Ihre Mannschaft. Und bis zum nächsten Mal. Danke.